Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videolog. Tag 41 oder 42, je nachdem, wann ich es geschnitten kriege. Heute gibt es mal was ganz Besonderes. Heute kochen wir zusammen eine Lasagne, eine vegane Lasagne. Also lasst euch überraschen. Als erstes nehmen wir die Sojaschnetzel fein und bereiten die schon mal vor für die Hackfleischsoße, in Anführungsstrichen, später. Ja, wir nehmen die Packung, schmeißen die da flugs hinein und werden die als nächstes würzen. Da kann man relativ großzügig sein. Ich nehme jetzt hier erstmal eine kleine Prise Salz, ein bisschen Pfeffer und was haben wir da noch rumstehen? Sojasauce. Sojasauce gibt diesen ganzen Sojasachen sowieso wirklich einen guten Geschmack. Da des Weiteren gibt es noch Knoblauch, den wir da reintun können. Da ich gerade hier mit einer Hand aufnehme, ist das ein bisschen schwierig, das hinzubekommen. Naja, also mit einer Hand die Knoblauchpresse bedienen ist schon was für fortgeschrittene Köche. Wie dem auch sei, es wird ausgequetscht und dann kommt es da rein. Wie das geht, weiß ja sicher jeder. So, und zu guter Letzt, achso, genau, noch ein bisschen Gemüsebrühe da drüber. Ich bin ja da immer sehr sparsam, wirklich sehr sparsam, also ganz, ganz, ganz sparsam. Ich meine, man kann aber nicht viel falsch machen. Nur jetzt wird das Ganze mit kochendem Wasser übergossen. Man kann es auch an sich kochen, 10 bis 15 Minuten. Ich übergieße es einfach mit Wasser, mit kochendem Wasser. Das kommt auf selbe hinaus. So. Räuchertofu nehmen wir, packen den aus. Räuchertofu hat so einen super geräucherten Fleischgeschmack. Machen irgendwie diese furchtbar komplizierte Packung auf. So, huch, da ist es schon geschafft. Und zerkrümeln den mit den Händen in einer Schüssel. Ich habe euch das hier mal demonstriert, wie man das macht. Das ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Und es fühlt sich auch gar nicht eklig oder schleimig an, sondern das passt einfach. So, und da haben wir schon den ganzen Berg fertig gekrümelt. Warten wir mal ein bisschen ab. Ja, ein bisschen die Hände ausschütteln. Und gucken uns nochmal das Sojagranulat an. Es ist ein bisschen eingelegt, nochmal umrühren, damit es überall schön Wasser zieht. Vielleicht noch ein bisschen Wasser drauf. Am Ende wird sowieso das überschüssige Wasser abgeschüttet. Nun denn, nehmen wir reines Rapsöl, man kann auch jedes andere nehmen, Rapsöl ist aber mit am gesündesten. Tun davon einen kleinen Spritzer in die Pfanne. So, damit man gut braten kann. So, das Öl ist jetzt langsam aber sicher heiß. Das kann man immer gut daran erkennen, wenn man einen Holzlöffel reinhält. Jetzt kommt die. Ne Quatsch, jetzt kommt der Räuchertofu dazu. Der Sojatofu wird schön angeröstet. Das dauert ein bisschen 10-15 Minuten. Kann man ruhig großzügig anbraten, damit er den Geschmack richtig entfaltet. Es muss am Anfang noch ein bisschen Öl dazu, weil er zieht auch ziemlich viel Öl. Klar, super kalorienarm ist das Essen jetzt nicht, aber darum geht es uns ja hier auch nicht, sondern darum, dass keine tierischen Produkte enthalten sind. Einmal reingucken, riechen. Ha, wie das riecht. Ein paar Zwiebelchen dazu. Kratz, kratz. Ich musste das hier leider alles nachvertonen, weil die Hintergrundgeräusche in Form meiner Söhne sehr laut waren. So, Zwiebeln verrühren. Habt ihr auch schon mal gemacht. Jetzt nochmal da reingucken, genau. Und da haben wir die Gran Corizo. Davon schneide ich mir ein schönes, dickes Stück ab. So, pelle die natürlich, wie es sich für eine Wurst gehört. Und zerschneide die in nette Stückchen. Damit die noch ein bisschen mehr Fleischgeschmack haben. Meine Frau sagt im Nachhinein, es wäre zu viel Fleischgeschmack.
Aber gut, das ist ja jedem selbst überlassen. Die Wurst kann man auch weglassen. So, die Wurst ist auf jeden Fall jetzt da, wo sie hingehört, nämlich in der Pfanne. Das Ganze wird verrührt, man kennt es ja. Und es entwickelt alles zusammen einen wirklich herrlichen Duft. Jetzt kommt das ausgetrocknete Sojagranulat dazu. Also das Wasser ist abgelassen worden, weggeschüttet, ein bisschen ausgedrückt worden. So, das wird auch noch ein bisschen mit angebraten, damit es eine schöne homogene Masse wird. Alles klar, ein bisschen Wasser dazu, damit es zu einer richtig schönen Soße wird. Noch was Tomatenmark. Damit es zu so einer, ja, gehackte Soße wird. So in etwa, oh ja. Und immer rein damit. Der ganze Kram wird jetzt verrührt. Brauche ich auch gar nicht sagen. Ihr seht es ja, dass es verrührt wird. So, da bin ich fertig mit Verrühren. Und jetzt noch ein bisschen Pfeffer dazu, Salz. Was haben wir da? Keine Ahnung, was das war. Wahrscheinlich Oregano. Das könnte Oregano gewesen sein. Mal probieren. Das wird bestimmt schmecken. Ja, und es schmeckt. Naja. Okay, Sonnenblumenmargarine. Ich habe es danach dann noch ein bisschen abgeschmeckt. Es fehlte noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Ja, da machen wir jetzt die Mehlspitze drin. Alles klar, die Pflanzenmargarine ist geschmolzen. Mehlspitze, wer es noch nicht kennt, Fett auflösen, ein bisschen, wie heißt das, Mehl dazu anschwitzen lassen. Und dann kommt Milch dazu, beziehungsweise Alpro-Sojamilch. Nun ja, ich habe mir das alles ein bisschen leichter vorgestellt. Man hört es jetzt natürlich nicht mehr, weil ich es neu vertont habe. Schön würzen, 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 kräftig würzen, denn es ist nicht so leicht, eine Mehlspitze mit Sojamilch zu machen wie mit Kuhmilch. Es schmeckt, wenn die Sojamilch erhitzt wird, kommt extrem Sojageschmack durch und es schmeckt einfach kacke. Wirklich, es schmeckt völlig scheiße. Deswegen muss man das wirklich fast überwürzen. Richtig viel Zeug rein, bis der Geschmack überdeckt ist. Bloß nicht zu viel Salz. Versalzen kann man schnell. Da habe ich ein bisschen Paprikapulver noch dran getan. Was ist das? Getrockneter Basilikum. Frischer Basilikum ist natürlich besser. Hatte ich gerade nicht zur Hand. So. Und noch mehr Salz. Immer schön rein damit. Und das war zu viel. Versuche ich ein bisschen die Soße zu retten. Also ich muss sagen, die Mehlschwitze hätte fast das ganze Gericht versaut. So. Aber irgendwie, hallo. Irgendwie klappt es ja dann doch. So. Die Zutaten sind fertig. Da ist die Mehlschwitze, die gehackte Soße, Lasagneplatten und jetzt wird die Lasagne fertig gemacht. Ne? Da habe ich ein bisschen Mehlschwitzengedönse beiseite gestellt. Da kommt später, machen wir später die Käsesoße drauf. So, Boden bedecken. Das kennt man ja, wie man eine Lasagne macht. Ganz klassisch wie eine normale Lasagne mit Fleisch auch. Wenn man denn Fleisch als normal bezeichnen möchte. Fleisch ist nun mal gang und gäbe. So, Lasagneplatten fertig geschreddert, draufgelegt, ein bisschen, naja, fürs Auge, ein bisschen fürs Gewissen, ein bisschen Soße drauf. So, und das Ganze wird so oft gemacht, bis nichts mehr übrig ist, immer in verschiedenen Schichten. Und als oberste Schicht kommt dann nochmal Soße. Jetzt machen wir die Käse. Heißt es, die Käsesoße, die oben drauf kommt, ein bisschen Alpro-Soja-Sahne noch da
da rein. Den, wie heißt es, den Wilmersburger Pizzaschmelz. Moment. Wilmersburger Pizzaschmelz. Immer schön rein damit. Und weil es so schön ist, kommt direkt noch was Pizzaschmelz hinterher. Und zwar jede Sekunde. Moment. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Gleich. Ja, da ist es ja schon. Ja. Immer schön rein damit. Kann man gar nicht genug von ihm. So, diese komische Matschepampe kommt jetzt oben drauf. Sieht nicht wirklich appetitlich aus. Schmeckt aber im Endeffekt tatsächlich gut. So, schön auskratzen, verteilen. Und dann heißt es, ab in den Ofen damit. Ja, wie heiß muss es sein? Ich hatte ihn auf 200, 180 Grad bis 200 stehen. Ich hatte den sogar eine Stunde da drin. So lang hätte es gar nicht sein müssen. Hätte wahrscheinlich auch eine halbe Stunde gereicht. Naja, auf jeden Fall war es dann endlich fertig. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. So, Topflappen weg und mal die Käsekruste antesten. So, guck, ist relativ hart. So, das ist die Lasagne, fix und fertig. Sieht natürlich ein kleines bisschen anders aus als eine Lasagne, die mit Gouda und mit Mozzarella überbacken ist. Dennoch kann es sich sehen lassen. Ist insgesamt von der Konsistenz her vom Käse etwas weicher, man sieht das schon. Darunter wird es flüssig, vielleicht hätte ich doch ein bisschen weniger nehmen sollen. Naja, und hier wird das gute Stück präsentiert. Raus mit dem Brocken. Drauf auf den Teller. So, da haben wir's. So, die Lasagne ist fix und fertig. Ich habe sie schon mal probiert. Ich probiere sie nochmal für euch. Passt auf. Moment, Moment. Ja, die Jungs auch. So. Noah, hau ab. Das kann ich nichts mehr sehen. Schmeckt wirklich gut. Besser, als ich gedacht habe. So, jetzt noch das, die Bewertung meiner Kinder. Erstmal der Noah. Dann Daddy's. Ich bin 6 Jahre alt, übrigens. Das war, ich bin, 4. Ist 1, 2, 3, 4. Ich bin 4. Nee, 5. 4 bist du. So, alles klar. Ja. Okay, nachmachen lohnt sich und tschüss.